Hallo Leute, hier sind wieder McQuiston 2051 und Varunheimsee. Ups. Varunheimsee. Hab grad voll hier. Boah, das ist cool. Jetzt seht ihr mich mal ganz genau. Ich muss aufpassen, dass ich die wieder aus Versehen töte. Ja, yeah, nicht so wie Ende letzte Folge, ja? Da hast du mich wieder aus Versehen gehauen. Aber das war doof. Jemand 17 Herzen oder so irgendwas und trotzdem stirbt er von einem einfachen Schlag, der nur 10 überhaupt schafft. Und das ja, weil ich eben schon Fallschaden und alles hatte. So ist es halt. Ja, du hast schon einen schönen Alchemical Furnace gebaut mit Arcane Alembics und Essential Crystallizer. Ja, ja, ja. Weißt was kochen wir denn da unten überhaupt Schönes in dem Ofen? Na, im Moment nichts. Was hattest du denn gekocht? Ich meine, es ist ja noch was da. Ach so, Gravel. Gravel. Gravel gibt nur, Terra. Okay. Und ich bin dabei, das Ganze noch ein bisschen auszubauen jetzt. Das heißt, auf die rechte Seite, also der Alchemical Furnace kommt eins nach links. Die, Alembics, wie auch immer, kommen auch noch eins nach links und alles kommt nach links. Und dann können auf der rechten Seite auch noch kommen nochmal Crystallizer hin. Und dann wird es nämlich doppelt so schnell alles rausgezogen und kristallisiert und dann geht es einfach schneller. Bist du dir sicher, dass du das auf zwei Seiten rausziehen darfst? Ja, habe ich schon probiert. Sonst hätte ich es nicht geplant. Warum hast du dann nicht schon direkt aufgebaut? Na, weil ich die Crystallizer sind ganz schön teuer. Da muss ich einen Haufen Balanced Shards machen. Die muss ich auch erst wieder craften und im Crucible und ist. Boah, du weißt gar nicht, was da alles dran steckt. Cool. Gut. Ach, stimmt, da war mein Eintrittsschwert, aber ist egal, brauche ich ja nicht. So. Das hier ist mein Schwert, ich hatte es gerade reingestopft. Ja, ich habe mich gerade gewundert, weshalb auf meinem Diamantschwert Moss drauf ist. So. Also, ich kümmere mich hier weiter darum, dass ich das ausbaue und dann geht's endlich mal voran. Ja, und ich habe uns aus dem, was ich letzt begonnen habe, Magical Wood, ein Schwert gebaut. Wie man sehen kann, ich habe schon drei Modifier benutzt. Einmal Diamant draufgehauen, weil die Durability so klein war. Lapis draufgehauen für Glück und Quarz für ein bisschen Schaden. Und wir sehen, wir haben immer noch 6 Modifier. Da lässt sich noch einiges machen. Überlege gerade, ob ich irgendwie Moos herstellen kann, aber das ist irgendwie ätzend. Nee, das ging ganz einfach. Chisel normalen Stone zu Mossy Stone und ordne den 3x3 im Crafting-Feld an. Kann einfach chiseln? Ja. Du kannst Mossy Stone chiseln. Und den einfach im kompletten Crafting-Menü. 3x3 und dann kriegst du einen Moss. Ist okay. Cobblestone oder Cleanstone? Cleanstone. Cleanstone, das auch noch. Gucken wir doch mal. Ich will kein Mossy Stone. Hä? Moment. Hast du dies doch mit Cobblestone machen sollen? Nö. Ah, dann haben die den hier rausgenommen. Normales Cleanstone kann man zu Mossy Stone machen. Und dann haben sie das rausgenommen. Wäre zu einfach gewesen. Ja, ja. Bannerei! Aufwand machen. Nee, ich hab Bock auf Aufwand. Ordo verbrauchen, wir haben ja so wenig Ordo. Also brauchen wir noch ein bisschen was. Gott. Alles mögliche Gemüse um einen Minikio-Seed. Minikio-Seeds haben wir genug. Aber haben auch genug Gemüse. Weiß ich nicht. Was für Gemüse brauchen wir? Ich nehme einfach Zuckerrohr, das zählt als Gemüse. Das wächst nach und das sind wir jede Menge. Ja, ich will wieder kein Fisch. Mann, Mann, Mann.
jetzt unter die Musiker gegangen. Wofür brauche ich denn dafür? Nee, nee, warum? Weil warum Musiker? Hat. Ah ja, das passt. Was du meinst, bestimmt Wiss. Wiss, 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 Wiss. Ach, das ist auch mir egal. Bestimmter. Ah, man sieht, ich habe noch die Blöcke vom Quarz und Lapis dabei. Ich bin noch am überlegen, wie ich das Schwert weiter upgrade. Wie gesagt, erstmal hätte ich gern, dass es sich selber repariert. Jetzt passen die blöde Blockkiste nächstes Mal rein. Müssen wir die mal upgraden. Eisen, Gold. Okay. Nee. Gold entwickeltes Eisen war das Upgrade, nicht um andersrum. Ja, genau. Ja, ich muss noch drei Bögen machen. Und dann haben wir fast. Ist schon wieder. Bei mir nicht. Ganz kurz angefangen, seltsam. Egal, ich gehe einfach ins Bett. Ja, aber das hatte ich vorhin schon mal. Das war vorhin schon mal. Bin ich der Meinung, dass es da auch ganz kurz angefangen hat zu regnen und dann warst du halt wieder weg. Ah, dann hätte Shadow bestimmt so eine Draconic-Maschine irgendwo hinten hingestellt. Hm, gut möglich. Die dann direkt den Regen wieder abschaltet. Ja, das ist aber wenigstens mal sinnvoll. Ja, solange sie nicht wieder hier Krach macht, wie Sau. Ja. Azio-Essenz. Ach du Scheiße. Ah, oh, das ist die zweite, das geht. Ein Dispenser. Wollen wir den. Und das da. Defense-Raum da hinten. Hier. Was fehlt da unten noch? Warum der auch mal die blöden Dings weggenommen hat. Den Teleporter vielleicht dann privatisiert, dass man nicht so einfach da hinkommt. In welchen? In seinem Magical Crops Raum. Ach so. Ozio ist ja nicht. Nee. Was wollte ich denn jetzt noch? Holz, glaube ich. Holz brauchen und Eisen. Dann haben wir die nächsten drei Crystallizer fertig. Das macht ein Fusion Stone. Ja. Wie viel? Brauchen 14,8 Terra. Alter, das ist ja. Klingt nach ein bisschen was. Hä? Klingt nach ein bisschen was. Ja, vor allem wenn der Wand gerade mal 25 halten kann. Habe ich wieder kein Ordo. Bin ich schlecht vorbereitet? Nee, ich habe schon wieder alles aufgebraucht. Aber ich habe hier eine Ordo Note. Muss nur noch das Backpack anlegen. Endermann-Samen, wo sind die Bummelichio-Samen da? Juhu, da ist die Ordo Note. Ich hoffe, die ist wieder halbwegs geladen, sonst haben wir keine Chance. Ja, ich versuche mal hier diese Gemüsesamen herzustellen. Nein, ich hab die kaputt gemacht. Natursamen, bitte sag mir das in die richtigen. Kann das sein? Essenz aus Natursamen. Ja. Kann es sein, dass ich die Note kaputt gemacht habe? Kann es sein, dass ich dumm bin? Muss ich darauf antworten? Oh Mann, die einzigste Ordo Note, die ich hier hatte. Ach Mann! Was hat die hier noch? Alles wird gut. Natursatzdinger und die Dinger so. Oh, dann müssen wir uns noch eine andere Naut suchen. Da ist noch eine. Weil ich Moos brauche, das ist so lästig. Sag Moos. So. Die dumme Gießkanne eigentlich. Gibt's die noch bei Werkzeug? Ja. Kann sein. Sehr schön, ich habe 31 von den Dingern. So, das Feld hat 9x9 oder so. Oh. Das ist doof, dass man jetzt hier noch sind da Ordo Steine drin. Was macht der für eine Kacke? Die ist grün, da müsste auf jeden Fall Terra drin sein. Terra und Ignis. Hör doch mal wieder, was er will und lauter komische Sachen hier. Ist furchtbar. Zum Glück haben wir uns einen riesen Chatpack gemacht. Das hebt ewig. Also das hebt wirklich lange. Mach ich nochmal eine Note. Es hebt? Was hebt es denn dich?
Ja, mich hebt und die Energie hebt. Durch. Ja, Otto. Aber nicht wieder ganz leer saugen. Die Kanne ist leer, oder? Hä? Ach, verdammt, die dumme Kanne ist leer. Boah, das sind zwei Notes direkt nebeneinander. Die Kanne immer noch leer. Hier ist ein Wassertank. Meine Güte. Haben wir hier drüben eigentlich noch Wasser drunter, ja, ne? Nö, ich weiß nicht, wo hier drüben ist. Unter den Feldern, unseren allerersten. Ja, das sollte. So, jetzt die Kanne. Aber in den Kompostfässern ist auch Wasser drin. Durch die Monsterfalle, die jetzt weg ist, regnet es da ja einfach rein. So, jetzt brauche ich diesen dummen Natur-Dingens, wie ich Moosstein herstellen kann. Ich sollte mir mal einen Mega-Wand bauen. Da gibt's doch welche, die können dann 200 irgendwas halten. Ja, musst du aber aufpassen, da gibt's verschiedene Wands. Boah, ich hab die nachher nicht mehr in den Zaubertisch legen darfst, sind irgendwie auch kacke. Ich hab eine coole Note gefunden. Nein! Das habe ich so schon wieder kaputt gemacht. Glaube ich. Wie denn? Du musst ja auch ordentlich draufhauen. Also ich habe damals wenn du 100 Jahre auf diese scheiß Note gehauen. Wenn ich sie komplett aussaug, dann deswegen forschen wir als erstes, dass man das nicht macht. Wie forschen? Forschung, dass du die Notes nicht ganz aussaugst. Ja. Das sind sinnvollerweise natürlich die ersten, die man macht. Habe ich doch bestimmt. In deinen Baum nicht. Dein Forschungsbaum in Farmcraft. Woher weißt du das? Woher weiß ich was? Woher weißt du, dass ich das nicht gemacht habe? Hä, wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Indem du schaffst, sie komplett tot zu saugen. So einfach ist das. So, das sollte aber jetzt endlich gereicht haben. Kannst du mir mal zufällig die Koordinaten sagen? Wovon? Von unserer Base. Okay, minus 140 und 96. 96? Bin ich so weit geflogen? Da guck mal halt auf der Karte nach. Ja. Denn irgendwo ist nichts und irgendwo ist was. Wenn man zoomt, sieht man schon ein bisschen was. So, was wollte ich jetzt machen? Moosball. Aus neuen Moossteinen. Was nicht? Hä? Mossy Stone Brick. Ah, dafür brauche ich Stone Bricks. Die mache ich aus normalen Steinen. Da bin ich mir sicher. Naja, ja. Aber wie kannst du jetzt doch Mossy Stone Bricks machen? Ich bin da nicht so weit geflogen. Indem ich Essenzen anpflanze, so. So viel brauche ich nicht. Wieder weg mit dem Rest. Ich habe mir einfach Stone Bricks gemacht. Ordne die an und mache dann in die Mitte Naturessenzen. Ah, okay. Und dann werden die mit Moss überzogen. Genau, dann sind es Moossteine. So, und jetzt habe ich 4 Moosbälle gemacht. Problem erledigt. Wieder ganz viele Samen von Shadow gesammelt, der mal wieder nichts aufräumt. Und dieses Ding hier immer noch missbraucht. Obwohl wir das eigentlich schon mal lange abreißen wollten. Die Farm hier vorne. Ja, das wird man die nächste Zeit mal machen. Wobei ich noch nicht weiß, was wir da dahin pflanzen. Irgendwas ganz anderes. Ja, aber was? Keine Ahnung, was ich hier sogar damals beschwert gehabt. Oh, wie konntest du das hinsetzen? Ja, das war ja auch hässlich. Boah, jetzt finde ich aber gerade viele Ordo-Dinger hier. Ich muss gleich mal noch einen Waypoint setzen. So, ich gehe jetzt mal mein Schwert weiter pimpen. Bin gespannt, ob das mit den ganzen Modifiern überhaupt stimmt. Ob man dann nachher wirklich... Ah, jetzt habe ich 2 gute Ordo-Notes. Ich überlege, ob ich wirklich Moos drauf machen soll. Ich nur 3 Moos drauf mache. Ah, jetzt habe ich das Moos schon gebaut, aber ein Moos frisst einen Modifier. Was frisst denn so ein Energieding für einen Modifier? Wahrscheinlich auch einer. Warum sollte das mehr benötigen?
Ich guck mal bei den Hoppala, Büchern nach. Jetzt war ich so lange unterwegs und ich bin jetzt ungefähr 12 Minuten rumgeflogen und mein Jetpack ist noch bei 60%. Das ist doch gut. Ja. So, das hier ist, glaube ich, das falsche Buch. Da kommt jemand geflogen, während ich das Buch lese. Ja. Du bist genauso am Rand vom Buch vorbeigeschwebt. Alles wieder voll hier. So, wir haben genug Auto, dass wir, glaube ich, jetzt das fertig machen können. Und vielleicht ist die Terra jetzt auch ausgekristallisiert. Cool. Hier muss es irgendwo sein. Ja, Moment, ich muss erst noch den Umhang anziehen. Flux, dass genau. Die Dinger oder die anderen. Mit Tausendstel der Haltbarkeit. So, drei Kristallize. 50.000. Nee, doch. 500 mal 1000. 50.000. Was 50.000? Und 100.000, meine Güte. Rechnen sollte man natürlich können. Mal gucken, ob es diese Flux-Dinger überhaupt gibt. Nö. Doch da. So, nein, falsche Seite. 100.000, 800.000, das ist lächerlich. 8 Millionen. Hm. 100.000 der Elf ist aber auch nicht gerade viel. Wie viel? 200.000. Ich glaube aber diese Energy-Dinger, Zell-Dinger gehen auch. Was haben wir denn da? Also mein Jetpack hat 4 Millionen. Ja, aber ich muss halt mit dem Schwert gucken, wie das passt. Ach, verdammt, ich hätte schon gerne die 800.000 RF gehabt und nicht nur 200.000. Ich weiß gar nicht, kann man mehrere Diamanten auf so ein Schwert hauen? Ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht. Ich kann auch Emerald drauf machen, der macht glaube ich 50% oder sowas, aber ich glaube, das reicht immer noch nicht. Das sieht ja cool aus. Dürfen dann hier 3 oder so sein. Hast du einen Kopf von mir? Nein. Hatten wir irgendwo mal einen Kopf von mir? Ich habe keinen Kopf von dir gesehen. Komm mal in die Kopfkiste. Oh! Das geht tatsächlich. Dann hätte das Ding Durability 850. Ich hätte gern einen Kopf von mir. Nein, du sollst mir nicht den Kopf runterschlagen. Weiter Diamant geht schon mal nicht. Ich könnte damit auf 800.000 kommen. Das ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das ist. Dann hätte ich auch 3 Moos draufhauen können. Aber ich guck mal, dass ich so eine Energiezelle herstelle. Welche brauchen wir denn eigentlich? Energy Cell, Hardened Energy Cell, dafür brauche ich eine Letstone Energy Cell und wir haben hier noch irgendwo welche liegen. Der Rahmen. Das finde ich cool. Eine kleine Spielerei am Rande. So, jetzt hauen wir hier mal. Kupfer, Redstone. Oh, andere Redstone Coil. Aufpassen. Das hier haben wir jetzt dann mal rein. Elektrum zwischen zwei Dingen, aha. Und dann gucken wir mal, ob das wirklich funktioniert. Das sehen wir, wenn das Licht angeht. Ja, es geht. Oh, und der macht die sogar unterschiedlich. Das ist ja geil. Ja, noch 3 Kupfer. Ja, was warum? Boah, das freut mich jetzt. So, jetzt müssen wir aber noch irgendwie dann ein Lagersystem machen. Für die ganzen Dinger. Ich muss nur innen was drumherum wickeln, das sollte auch gehen. Ich habe vorhin ganz viel hergestellt. Dann hätte ich eine dickere Zelle. So, und ich glaube, die lädt sich sogar hier auf, weil wir in der Nähe von dem Aufladerding sind, oder? Jawohl. Nein, ich habe eine Hardened gebaut, die hat 2 Millionen. Kannst du auf dein Schwert so Energiefeuer draufhauen, oder? Och, ich Esel, ich habe beim... ja, ich habe beim Senden empfangen nachgeguckt, statt nach dem, was drauf geht. Das muss man auch mal hinkriegen. 400.000. Also ich sag 500 geht. Dann hätte ich eine blöde Letzte und Energy Cell bauen sollen und es dabei belassen, ne? Ja. Verkackt. Ich bin am halt überlegen, ob ich den Crucible hier oben reinbaue.
hier ein paar Fässer hinklatsche, die mir das Zeug speichern. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich bin mal gespannt, ob man das austauschen darf. Nein, darf man nicht. Was? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, was du meinst. Ja, deswegen. Das war, klang genau so. So. Anscheinend brauchen Schwerter übrigens immer mehr Wachs. Komm mit drauf. Wir sind schon bei 20 Minuten. Holla, die brauchen immer mehr XP zum Aufleveln, wenn sie mehr Schaden machen. Wenn ich jetzt auf Quarz drauf haue, dann brauchen sie danach mehr XP, um gelevelt zu werden. Ja, aber und ist die Zelle ist ja normal. Bei Lutz. Also ich werde jetzt bis zur nächsten Folge werde ich Folgendes machen. Ich werde oben ein Lagersystem errichten für die ganzen Kristalle. Außerdem werde ich mir hier, ja wo genau, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich im Keller unten. Ja, da muss ich ein paar Männchen in der Kiste hinstellen, die mir die ganzen Standard-Shards erstellen, damit ich die aufspalten kann. Mhm. Ich guck mal, schwer zu, wie es lädt in der Zeit. Dann habe ich hier, denke ich, alles bereit, um den Crucible immer genau richtig zu befüllen, ohne dass ich da unnötig Suppe, die rosane Suppe da entstehen lasse oder da irgendwelcher Flux entsteht oder wie auch immer. Und dann sind wir bereit für die Golems. 10 Folgen später. Ja dann, warte mal, wie viel Leben hast du? Du solltest den Treffer aushalten. Ja, 3,5. Oder? 4,5. 4,5. Was hast denn du da für ein Ding? Du hast das aber komisch in der Hand. guck dir das mal an, wie das aussieht. Moment. Ja, wie eine Knarre. Ja. Guck mal da oben. Moment. Stell dich mal hier hin. Sieht echt seltsam aus. Hier. Ja. Hier hinstellen. Und jetzt nach oben gucken. Also das Konstrukt angucken. Hat was. Ja, vor allem der Kopf da oben. Ja, der sieht aus wie du. Ja, immer muss er böse sein. Immer. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder ein Abo oder was auch immer. Und guckt bei Mephisto 2051 vorbei. Und natürlich bei Corona, MC. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, Leute. Macht's gut.